Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video bekommt ihr ganz intime Einblicke in mein privates Badezimmer. Denn wir haben natürlich schon ganz viel über Mundhygiene gesprochen, aber nicht nur das ist wichtig, sondern auch die Hygiene eurer Zahnbürste und eures Bürstenkopfes. Und dafür nehme ich euch mit in mein Badezimmer. Also bleibt dran! Ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für ein Ami-on-Tour-Video, weil das ja ziemlich gut angekommen ist bei euch. Also dachte ich mir, ich nehme euch mal mit in mein Badezimmer und zeige euch, wie ich meine Zahnbürste und meine Bürstenköpfe so aufhebe. Und ich habe das nämlich auch zum Anlass genommen. Ich habe etwas bestellt und zwar, tada, eine Halterung für Bürstenköpfe. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, die endlich anzubringen. Und als sie ankam, habe ich extra noch gewartet, weil ich dachte, das ist auf jeden Fall ein Video wert, das mal zum Anlass zu nehmen, auch über Hygiene der Zahnbürste und der Bürstenköpfe zu sprechen. Und bevor ich euch mitnehme in mein Badezimmer, erstmal kurz zur Theorie. Also die Zahnbürste und die Bürstenköpfe sollten am besten lufttrocknen. Das heißt, dass sie so kurz wie möglich nur in einem feuchten Zustand sind, damit sich nicht so viele Keime darauf vermehren können. Und sie sollten idealerweise stehend gelagert werden, damit sie abtropfen können, falls da noch Feuchtigkeit im Bürstenkopf ist. Außerdem, wo wahrscheinlich viele nicht so drüber nachdenken, sollte sie möglichst weit weg von der Toilette stehen. Denn man hat in Untersuchungen festgestellt, dass sich auf der Zahnbürste auch Fäkalkeime befinden. Und das ist natürlich ziemlich eklig. Insbesondere dann, wenn man sich mit mehreren Leuten ein Badezimmer teilt, in der Familie oder in WGs, dann ist es besonders wichtig, auf die Hygiene der Zahnbürste zu achten. Man hat nämlich auch festgestellt, dass nicht nur die eigenen Keime auf der Zahnbürste zu finden sind, sondern auch die der Mitbewohner. Das heißt, als nächstes ist es auch noch wichtig, dass jeder seinen eigenen Zahnputzbecher hat und man nicht einen gemeinsamen verwendet. Das gibt ja die, wo oben so vier Löcher drin sind, wo jeder seine Zahnbürste reinstellen kann. Das sollte man vermeiden und man sollte auch vermeiden, dass sich die Zahnbürsten verschiedener Leute berühren. Nun ist das Ganze ja manchmal ein bisschen schwierig umzusetzen im eigenen Badezimmer, möglichst weit weg von der Toilette. Das wird schon mal schwierig, wenn man ein ganz kleines Badezimmer hat. Und trotzdem an der Luft trocknen. Es heißt immer, man soll die Zahnbürste nicht im Schrank aufbewahren. Wie ihr gleich sehen werdet, lagere ich meine Zahnbürste schon seit Jahren im Schrank. Und ich kann das nicht direkt unterschreiben, weil ich für mich festgestellt habe, dass meine Zahnbürste auch im Schrank sehr gut Luft trocknet. Also sie ist sehr, sehr schnell einfach trocken. Und mein Schrank ist auch nicht komplett abgedichtet, sondern hat einen kleinen Spalt an der Seite. Also da ist schon, ja, kommt genug Luft immer noch rein. Und das habe ich für mich persönlich als die beste Lösung herausgefunden. So mache ich das Ganze. Und ich mag es nicht so gern, die Zahnbürste einfach so im Badezimmer stehen zu haben, wegen der ganzen Keime, dann wird da drin geduscht, dann wird sie schon wieder feucht. Ich dusche gerne ganz heiß. Und ja, das Badezimmer hat eine ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit hinterher. Und ja, ich benutze auch ziemlich viele verschiedene Zahnbürsten und nicht alle so regelmäßig. Das heißt, sie könnten zwischendurch auch einstauben. Und irgendwie möchte ich auch ein bisschen Ordnung in meinem Badezimmer haben. Ich mag es nicht, wenn da so viele Sachen frei rumstehen. Und deswegen habe ich einfach alle meine Zahnputzsachen in den Schrank getan. Auch wenn es eigentlich heißt, dass man das nicht tun soll. Aber wie gesagt, ich erkläre euch gleich nochmal genau, wie ich das mache, wenn wir in meinem Badezimmer sind. Und so wie ich das mache, funktioniert es mit der Lufttrocknung auf jeden Fall auch. Dann stellt sich natürlich noch die Frage, sollte man die Zahnbürste regelmäßig desinfizieren? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, UV-Licht, kochendes Wasser, Mundspüllösung, Kochsalzlösung, alles Mögliche. Wenn ihr wirklich die Zahnbürste an der Luft trocknen lasst und mindestens alle 3 Monate eine neue verwendet und wenn ihr krank wart oder Lippenherpes habt,
sofort, sobald ihr wieder gesund seid, eine neue verwendet. Also wenn ihr diese Kriterien beachtet, dann ist es nicht nötig, zusätzlich die Zahnbürste zu desinfizieren, egal womit, das braucht man nicht. Es kann nicht schaden, aber ihr habt auch keinen Nutzen davon. Also ob ihr es macht oder nicht, ist eigentlich völlig Banane. Selbstverständlich werden die Keime auf der Zahnbürste durch diese ganzen Desinfektionsverfahren abgetötet, aber man konnte eben keinen Einfluss auf die Mundgesundheit feststellen, auf Zahnfleischentzündungen oder auf Karies. Da spielt es einfach keine Rolle. Insofern kann man sich das Ganze auch sparen. Es gibt trotzdem so ein paar Sachen, die ich mir persönlich überlegt habe, wo es Sinn machen könnte. Zum Beispiel während einer Krankheit oder während man Lippenherpes hat, die Zahnbürste zu desinfizieren, weil man nämlich auch weiß, dass sich zum Beispiel gerade bei Lippenherpes die Dauer der Erkrankung verlängert, weil man sich immer wieder über die Zahnbürste die Keime neu damit in Berührung kommt und sich quasi jeden Tag neu damit reinfiziert. Und nun möchte man ja nicht, während man Lippenherpes hat oder während man erkältet ist, ständig eine neue Zahnbürste verwenden. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es ja Sinn macht, sie zwischendurch zu desinfizieren, vielleicht einmal am Tag. Unbedingt nötig ist es nicht, aber das ist halt so eine Situation, wo ich sage, dass da könnte es auf jeden Fall Sinn machen. Genauso, wenn man eine akute Zahnfleischentzündung hat oder wirklich mit Parodontitis extrem Probleme hat, damit zu kämpfen hat, dann macht es auch Sinn, häufiger als alle 3 Monate die Bürste zu wechseln. Und das kann natürlich auch ins Geld gehen. Deswegen macht es da vielleicht auch Sinn, sie zwischendurch zu desinfizieren. Wenn ich sie desinfizieren wollen würde, würde ich sie entweder in eine Mundspülung tauchen oder aber, also eine antibakterielle Mundspülung selbstverständlich. Ich habe da ja schon Videos drüber gemacht, dass es antibakterielle und nicht antibakterielle Mundspülungen gibt. Also natürlich in eine antibakterielle Mundspülung oder alternativ UV-Licht. Es gibt im Internet so kleine Dosen zu bestellen, wo man den Bürstenkopf reinmachen kann und dann UV-Licht anschalten kann. Das kann man auch machen. Wenn man im Urlaub ist, hat man auch nicht immer die Möglichkeit, die Zahnbürste erstmal vollständig trocknen zu lassen, bevor man sie einpackt. Und je nachdem, wo man im Urlaub ist, ist in manchen Ländern auch das Trinkwasser, also das Leitungswasser, von nicht so guter Qualität. Und da kann es dann auch schon Sinn machen, die Zahnbürste zu desinfizieren. Also ich würde, wie gesagt, in solchen Situationen, wo es schon Sinn machen kann, die Zahnbürste zu desinfizieren, entweder UV-Licht nehmen oder, was halt einfach und simpel ist, eine antibakterielle Mundspülung. Kochendes Wasser würde ich nicht unbedingt verwenden, weil das zu aggressiv für das Material der Borsten ist und die Borsten kaputt machen kann. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt, endlich meinen Halter für meine Bürstenköpfe anzubringen und das Chaos in meinem Schrank endlich zu beseitigen. Ich habe nämlich in der letzten Zeit ziemlich viel bestellt, was ich gerne testen möchte. Und dadurch wurde mein Schrank immer voller und voller. Das geht jetzt seit ein paar Wochen bis Monaten so. Und da dachte ich, jetzt reicht's, ich muss da mal wieder Ordnung reinbringen. Ich hatte diese Halterung früher schon mal, fand die ziemlich gut, habe sie dann nicht mehr gebraucht und jetzt dachte ich, ist es doch mal wieder an der Zeit, weil so können sie nicht mehr so gut lagern und trocknen, meine Bürstenköpfe. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit in mein Badezimmer und dort sehen wir uns dann gleich wieder. So, da bin ich in meinem Badezimmer vor meinem Spiegelschrank. Nicht wundern, hier hängt immer noch keine vernünftige Lampe, weil ich irgendwie keine gefunden habe, die so gutes Licht wirft wie diese Glühbirne. Und ja, der Spiegel ist auch noch provisorisch. Lasst euch davon nicht irritieren. Ich hoffe auch, dass mit dem Ton hier ist okay. Das ist jetzt alles ein bisschen provisorisch dieses Mal. Aber wie gesagt, ist ja auch ein Ami-on-Tour-Video. Und ich zeige euch jetzt einfach mal das Chaos, wie es im Moment in meinem Schrank aussieht. Und dann aber auch, wie ich es aufgeräumt habe, nachdem ich den Halter da angebracht habe. Also, machen wir mal auf. Tada! So, da steht die volle Pracht meiner Zahnpflegemittel. Das heißt, es ist nicht alles. Ich habe noch mehr. Und das hier links ist auch nicht meins, sondern das von meinem Freund. Und das ist auch nicht alles, was er hat. Er hat auch im anderen Badezimmer noch mehr.
Ja, aber was ich halt meinte, ist, es ist ein bisschen chaotisch geworden. Hier liegt ganz viel Zeug rum. Mein Zahnputzbecher ist auch viel zu voll. Ich achte schon immer darauf, dass sich nichts berührt, aber es wird allmählich etwas eng. Bevor ich so viel hatte, habe ich das hier auch immer hingestellt und letztendlich stehend getrocknet. Aber ich habe jetzt ja auch, da hinten seht ihr es, die Oral-B I.O. dazu bekommen und die Bürstenköpfe von der I.O. können leider nicht stehen. Die sind unten schief. Ja, also es wird Zeit für meine Halterung. Ich habe hier nämlich auch noch mehr Bürstenköpfe liegen, die ich alle noch unterbringen möchte. Das heißt, ich bringe die Halterung jetzt einmal dort an und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Tada! Also so sieht das Ganze jetzt nachher aus. Ich finde schon sehr viel besser. Ich habe trotzdem nicht Platz für alle gefunden. Also dieser Haufen liegt hier immer noch. Und ich habe mir das aber auch schon ja, vorher natürlich überlegt. Mir war das klar, dass ich noch mehr Platz brauche. Deswegen habe ich jetzt diese Halterung nicht ganz in die Mitte gemacht, sondern ein bisschen mehr nach links und dann werde ich da drunter noch eine kleinere Halterung befestigen. Die gibt es nämlich nicht nur für 8, sondern auch für 6 oder 5, 4 und 2. Und ich denke mal, ich werde mir noch eine 6er da drunter kleben, so ein bisschen versetzt. Nein, ich verwende nicht alle Bürstenköpfe, vor allem nicht alle gleichzeitig. Aber ich werde ja trotzdem immer mal wieder welche testen und möchte da halt auch Platz für haben. Zum Beispiel die beiden, die länglichen von Curaprox benutze ich eigentlich nicht. Den Powerbürstenkopf auch nicht. Und was ich von der I.O. halte, das werde ich euch in einem neuen Video erzählen. Das muss ja auch noch spannend bleiben, ne? Und dann wollte ich euch ja noch erzählen, wie ich das mache, damit meine Zahnbürsten hier auch richtig gut drin trocknen. Also meine sind wirklich immer staubtrocken. Das funktioniert für mich gut. Erstens hat man hier halt so einen Schlitz, wenn er zu ist. Ungefähr ein halber Zentimeter ist da Platz. Und ich schüttel die immer richtig gründlich aus. Ich kann das leider nicht so vormachen, aber ich schüttel das richtig doll aus. Und trockne die Zahnbürste komplett mit einem sauberen Handtuch ab, auch hier außen alles. Das heißt, nur noch zwischen den Borsten ist die Feuchtigkeit. Und ja, das funktioniert für mich gut. Das Fach ist jetzt ja auch relativ groß und geräumig. Das ist jetzt kein mikrokleines Fach. Und für mich funktioniert das wunderbar. Das trocknet alles sehr gut da dran. Was ich noch vergessen habe zu erzählen, und zwar ist es auch wichtig, was für ein Putzbecher man hat und auch wie oft man den reinigt. Also man sollte den mindestens einmal in der Woche säubern und gründlich ausspülen. Und er sollte eine möglichst glatte Oberfläche, vor allem von innen, eine glatte Oberfläche haben und keine raue Oberfläche. Manche Kunststoffbehälter haben oft eine raue Oberfläche. Das ist halt nicht so gut. Am besten verwendet man Glas. Ich habe jetzt auch kein Glas, aber wenn man jetzt zum Beispiel durchsichtiges Glas hat, dann sieht man auch viel schneller, wann er schmutzig ist und ist halt ja eher mal motiviert, ihn auch zu säubern. Wenn ihr den Zahnputzbecher auch benutzt, um euren Mund auszuspülen, also wirklich daraus trinkt sozusagen, dann solltet ihr ihn natürlich direkt danach ausspülen und säubern. Aber wenn es nur dazu dient, ja, als Behälter sozusagen, wo ihr eure Sachen reinstellt, dann müsst ihr es nicht jeden Tag machen, dann reicht es auch einmal in der Woche. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich mache mal wieder zu, dann könnt ihr mich auch wieder sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist wie immer länger geworden, als ich es geplant hatte. Ich bin aber auf jeden Fall ganz gespannt, wie ihr es fandet. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und schreibt mir bitte mal in die Kommentare. Mich interessiert richtig, wie ihr euren Mund ausspült. Ich bin diejenige, die so quer unterm Waschbecken hängt, um an den Wasserhahn ranzukommen und so ihren Mund ausspült. Ich nehme nicht meinen Zahnputzbecher zum Ausspülen. Mich interessiert aber mal, wie ihr das macht und
Mich interessiert auch, wo ihr eure Zahnbürste lagert. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, wo ihr eure Zahnbürste aufbewahrt. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und drückt doch auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn neue Videos von mir online kommen. Also, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.